Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In diesem Video spreche ich mit Ihnen über die AMC-Aktie. Denn immerhin hat dieser Kanal mit der AMC-Aktie begonnen und dementsprechend würde ich jetzt für das Jahr 2024 hier ein größeres Update dalassen. Seit meinem letzten kurzen zweiminütigen Video hat sich hier nochmal etwas getan. Mit diesem Video lag ich nicht richtig. Ich war hier zeitlich ein bisschen zu früh. Das möchte ich auch mit diesem Video korrigieren. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn Sie dieses Video liken und meinen Kanal abonnieren, damit Sie in Zukunft keine weiteren Videos verpassen. In diesem Sinne lassen Sie uns keine Zeit und Nerven verlieren und legen wir direkt los mit der Analyse. Zunächst einmal möchte ich erstmal auf mein letztes Video eingehen, in dem ich ungefähr im Zeitraum von, das ist dieser Zeitpunkt hier, ich glaube 25. März hier prognostiziert habe, dass es ab diesem Zeitpunkt hier jetzt langsam nach oben laufen sollte. Auf Basis der Projektion, die man hier unten sehen kann, wäre es auch prinzipiell nach oben gelaufen. Ab und zu kommt es aber vor, dass ein Chart inventiert zu gewissen Zeiten. Das ist in den letzten Monaten ungefähr zweimal passiert oder dreimal. Dementsprechend muss man sich daraufhin eben auch absichern. In diesem Fall war es jetzt so, dass das Ganze wieder passiert ist und entsprechend, wie man hier auch sehen kann, nach unten verlaufen ist. Und seit diesem Cross läuft dieses Ganze auch wie prognostiziert seinen Weg entlang. Aber bevor wir jetzt hier ins Detail gehen, möchte ich erstmal zunächst auf meine Ziele auf das ganze Jahr eingehen. Aktuell habe ich noch nicht genug Daten, um hier genauere Ziele zu definieren, aber ich möchte hier einfach mal kurz meine möglichen Ziele nennen. Sollten die sich im Laufe des Jahres gravierend ändern, würde ich hier auf jeden Fall noch ein neues Update-Video zu dem Thema machen. Im Falle, dass wir jetzt hier den Boden ausbilden, wird es auf jeden Fall ab Anfang Juni bzw. in den nächsten Wochen schon bereits Richtung nach oben laufen. Entsprechend wären die erstgrößeren Ziele hier bei $5 und bis hin zum September bei ungefähr $7,50. Das wäre dann vorläufig erstmal das Top, von dem ich ausgehe. Denn von hier aus wird es wieder eine Korrektur geben in folgende Zone. $4,80. Wie gesagt, sollte sich das Ganze hier weitaus schneller und impulsiver entwickeln, würde es hier nochmal ein Update geben. Außer, es sei denn, Sie wollen natürlich tagtägliche Informationen zu dieser Aktie haben, dann sind Sie recht herzlich eingeladen in unsere Discord-Community. Dort erhalten Sie tagtäglich, wöchentlich Updates zur AMC-Aktie mit genaueren Zielen etc. So, das wären jetzt erstmal meine großen Ziele für das Jahr 2024. Dementsprechend wäre hier der Tiefpunkt im Dezember. Diese Linie hier definiert quasi das Ende des Jahres. Die ist ein bisschen verschoben. Dennoch sehe ich hier das Top ungefähr im September, bevor es hier dann runterläuft. Das ist jetzt die bullische Variante. Das heißt, von hier aus sollte es jetzt nur kurz nochmal korrigieren. Hier gehe ich gleich nochmal aufs Detail ein. Und fortan sollte das Ganze nach oben laufen. Falls jetzt das Alternativszenario eintritt, und hier gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, dann würde das Ganze bereits hier in der Struktur zusammenbrechen und von den $2,95, wo wir aktuell sind, prinzipiell hier weiter runterlaufen bis zu den $1,40. Ich gehe davon aus, dass das der maximale Boden ist in der möglichen Zählung, die ich auf Basis der Elliott-Wellen habe. Sollte diese rote Linie durchbrechen, können wir auf jeden Fall mit diesem Szenario rechnen. Das bedeutet aber auch, dass das dann der maximale Boden wäre. Und von hier aus geht das, wie auch hier bereits schon angegeben, nach oben. Doch wie die Ziele für 2025 und 2026 aussehen, möchte ich hier erstmal nicht drauf eingehen. Langfristig sehe ich hier die AMC-Aktie wieder bei $80. Das Ganze wird natürlich dauern, je nachdem, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen, Monaten entwickelt. Sollten wir natürlich jetzt hier in diesem Jahr einen großen Impuls haben, sodass wir bereits in die $20-Zone kommen, dann kann das Ganze sich auch wesentlich schneller entwickeln. Genau, hier nochmal jetzt einen Blick auf das Gesamtjahr. Folgendermaßen sieht das aus, damit Sie das hier auch entsprechend für sich tracken können. Mit dieser Projektion können Sie prinzipiell arbeiten, das gesamte Jahr über. Hier sehen Sie die relevanten Wendebereiche. Hier wäre ein Tief, hier geht es kurzfristig hoch, hier wäre ein Tief, dann geht es hier erstmal hoch in den nächsten Wochen. Hier hätten wir ein Zwischentief, hier haben wir eine Korrekturphase, bevor es hier final nach oben geht. Von hier aus geht es dann auf jeden Fall runter bis Ende des Jahres. Was jetzt an der Stelle hier wichtig ist, bevor wir jetzt hier über diese Korrektur Ende des Jahres sprechen, möchte ich zunächst einmal auf die folgende Zählung hier eingehen. Aktuell gehe ich davon aus, dass wir hier in dieser Bewegung in der Welle 1 abgeschlossen haben. Jetzt ist natürlich hier an der Stelle die Frage, ob diese Korrektur hier bereits die 2 war. Auf Basis der Projektion wäre das möglich.
wenn wir hier eine 2 bereits abgeschlossen haben, also ein A, B, C, dann hätten wir bereits hier die Zielzone. Das bedeutet, dass wir von hier aus jetzt ein 1, 2 Setup machen würden und von dort aus hochlaufen, wenn das so eintritt. Eine Alternative wäre natürlich, dass die 2 hier noch nicht fertig ist, dass wir hier erst die A der 2 haben. Von hier aus geht es in einem A, B, C, der B der 2 nach oben. Und von hier aus würde dann nochmal eine C runterlaufen, entweder in diese Zone oder in diese Zone, bevor es dann hier in dieser Formation dann in die Welle 3 hochgeht. So, das ist eine weitere Möglichkeit. Die Alternative, von der ich vorhin bereits gesprochen habe, die würde natürlich folgendermaßen aussehen, dass wir hier eine wesentlich andere Zählung haben, dass das jetzt hier eine ABC-Struktur war und dass wir jetzt hier eine 1, 2, 3, 4, 5 ausbauen. Dementsprechend würde das natürlich die Projektion oder meinen Gen-Zeitzyklus sprengen. Das wäre nochmal ein Indiz dafür, dass wir hier noch einen Wert haben. Das werden Sie sagen, oh, das kann man ja auch invertieren, wie man möchte. Nein, kann man nicht. Hier gibt es bestimmte Regeln, die man beachten muss. Man muss einfach wesentliche Berechnungen hier kombinieren und auf Basis dieser Berechnungen agieren. Es ist natürlich nicht sehr schön, wenn man hier bereits seit längerem auf dieser Aktie sitzt, ja, im Minus ist und das Ganze ertragen muss. Das ist aber letztlich das Resultat daraus, dass man hier nicht mit Stops gearbeitet hat oder einem Trend hinterhergelaufen ist. Für viele andere, die hier eben nicht drin sind, bietet das Ganze hier langfristig eine gute Möglichkeit, auf Basis dieses Einstiegs langfristig hier große Profite mitzunehmen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass auf Basis meiner Berechnung, also der großen Zählung, wie hier 80 Dollar sehen, dass hier auf jeden Fall bei 80 Dollar knapp 4000%. Natürlich jetzt nicht in einem Jahr. Ich denke, das Ganze wird noch bis 2025, 2026 laufen, bevor es dann final austoppt und von dort aus dann ja, die letzte Fahrt nach unten beginnt. Denn ich denke, über die Jahre wird sich das Ganze dann auch spielen. Und wenn das dann wirklich bis ins Unermessliche oder bis auf Null läuft, besteht ja die Gefahr, dass die Firma AMC Insolvenz anmelden könnte. So viel dazu. Wie gesagt, in den nächsten Wochen wird es hier relativ spannend, insbesondere hier ab dem 23. Mai. Diese Phase dürfte relativ interessant sein, denn von hier aus sollte prinzipiell der Boden drin sein. Wenn das natürlich hier bei 2,80 Dollar ist oder gegeben hier, falls hier bei 2,59 Dollar, wäre das ein super Einstieg, den ich auf jeden Fall tätigen werde, denn die Make-or-Break-Linie hier in Rot ist die Linie, unter der ich meinen Stop-Loss platziere. Wie Sie sehen können, ist hier ein riesen CRV möglich, da diese Zone hier prinzipiell meinen Verlust so darstellt oder meine Möglichkeit des Verlustes und das Potenzial hier Gewinn zu machen einfach doch relativ groß ist. Genau. Vielleicht auch noch mal kurz zur Erläuterung jetzt am Ende für all diejenigen, die hier neu sind oder meine Methodik nicht kennen. Ich arbeite mit verschiedenen Methodiken von Gen. Insbesondere Gen-Zeitzyklen-Projektion, die es mir ermöglicht, hier bestimmte Zeitzonen zu definieren, an denen ich erkennen kann, wann der Markt oder wann die AMC-Aktie wendet. Wie groß diese Bereiche ausfallen, kann ich im Vorfeld nicht genau sagen. Hierzu nutze ich dann die RDJ-Wellenzählung, um ja Preis-Ranges hier zu definieren. Und bisher hat das ganz gut funktioniert. Natürlich mit der ein oder anderen Fehlprognose. Nichtsdestotrotz habe ich hier insbesondere in den letzten Wochen, Monaten richtig gelegen. Auch im November habe ich hier diesen Sturz prognostiziert. Genau, den hier meine ich. Seitdem habe ich hier auch eine riesen Short-Position mitgenommen. Und ja, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo das Ganze eben für die Zukunft drehen sollte. Das war's zur AMC-Aktie. Ich hoffe jetzt, ich habe nichts vergessen. Falls Sie noch Fragen haben sollten, Anmerkungen haben sollten, schreiben Sie es in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf jeden Fall hier ein Like da lassen und meinen Kanal abonnieren, damit das Ganze hier wachsen kann. Entsprechend würde ich bei Interesse, was da sein sollte für die Aktie, in Zukunft nochmal ein Update machen. Falls Sie natürlich hier noch mehr erfahren möchten, kommen Sie auch gerne in die Discord-Community. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag. Machen Sie es gut. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie gerne diesen Kanal, damit Sie in Zukunft keine weiteren Videos verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.